Moin liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Omsi 2. Heute ist der Duki dabei. Jo. Wir fahren die Linie 126, wo der Sandro gescheitert ist. Mit dem Solo-Busch. Ja, Herr Sandro, ich zeig dir jetzt, wie man das macht. Natürlich habe ich dafür einen Gelenkbus ausgewählt, um dich schön platt zu machen. Hehe. Wenn Sandro nicht kennt, abonniert ihn. Disliked senden. Nein, Quatsch. Ihr könnt ihn ruhig mal abonnieren. Ich glaube, Sandro LP heißt er einfach nur. Jo. Ja. Könnt ihr mal bei ihm vorbeischauen, wie er das gemeistert hat. Ja, und dann könnt ihr jetzt mal sehen, wie das ein Profi machen würde. Das seht ihr denn jetzt. Wir haben das Dunnenmann Repaint, keine Ahnung, woher das kommt. Sieht aber ganz schick aus, so rot. Ja, und wir fahren los. Oder? Ja. So. Sandro, von mir kannst du noch viel lernen. So, ich muss erstmal die Pfeile anmachen, sonst verfahre ich mich wieder. Das ist schon mal Punkt 1. Passiert mir ja nicht so oft, ne? Ich finde ja, auf Winsenburg ist aber trotzdem schlecht ausgeschildert alles. Der Ansagenton, das ist voll klasse. You know, you mean? Ach du Scheiße. Okay, ihr habt den ersten Unfall gebaut. Hä? Halt, stopp. Diese Ampel direkt an der ersten Kurve, ist die so scheiße gebaut? Okay, Sandro, ich kann's auch nicht besser, ich geb's zu. Hä, wobei ich... Hä, aber... Hä? Kann das sein, dass die eine falsche Hitbox hat, oder bin ich wirklich dagegen gefahren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die tatsächlich berührt habe. Aber hier fahre ich nicht wie Sandro auf dem Bordstein. Weil ich bin ja ein Profi. Hat man ja vorhin auch gesehen. Wir haben hier auch diese Bibo-Stimmen. Boah, die Türen beim Facelift sind so langsam. Bis die aufgehen, ist schon wieder die Sonne untergegangen. Ja. Meine Türen schnell. Sind innovativ. Was mit deinem... Achso, du hast den Euro 2. Naja, innovativ mit Euro 2. Damals warst du vielleicht sehr innovativ. Ne? Damals warst du vielleicht innovativ. Darf ich hier gar nicht mehr fahren. Aber ich würde wohl sagen, Kurven kann ich besser nehmen als Sandro. Da kannst du jetzt sagen, was du willst, Sandro. Das kann ich. Aber Ampel nehme ich trotzdem mit. Ampel oder Haltestellenschilder, die zu nah an der Straße platziert sind, immer kacke. Erinnern wir uns alle an Alsterdorf? Also, ach so. Ja, das ist aber auch blöd gemacht, ja? Ja, in echt ist das viel weiter hinten. Da ja. Ich mir ein Bild so angeguckt. Ja, aber rot hier halten, Herr Sandro. Ich halte mich da dran. Auch wenn da keine Sau rein und raus fährt. Das ist mir Schnuppe. Sternschnuppe. Ich ignoriere diesen Beitrag. Ich hab das SEV-Schild bei dem Mod immer drin. Das SEV? Der Bus ist privat. Da wird nicht weiter gehen. Machst du gerade eine Aufnahme? Machst du gerade eine Aufnahme? Nö. Aber an alle, die da zugucken und fragen, wieso ich denn den Euro 2 Mod habe. Ja, als ob das jemand interessiert. Die wissen ja nicht mal, wie der Bus ist. Ich bin den aber schon mal gefahren. Weißt du wieso? Ich habe dich mal ein bisschen umgeguckt. Ja, du wirst jetzt gleich böse auf mich sein, aber ich habe den Bus heute bei Florian Kahle gesehen. Den Euro 2? Ja. Oh, shit. Genau den. Chris, warum? Ich hab ihn mal gesucht. Guck mal, Steven hätte ich beinahe gesagt. Solaris. Ne, wie heißt der Sandro? Wieso nenne ich ihn Solaris? Ja, so geht das. Hast du gesehen, Sandro? Die Kurve hast du aber echt genommen, wie ein besoffener Esel beim Kotzen. Um Ampel, die werden jetzt sehr verpult, wenn du umgeschaltet. Tja, meine ist schon umgeschalten. Jetzt geht's auf die Reeper, Autobahn. Achso, was? Wo bist du denn? Bist du schon an der Autobahn gewesen? Nö, ich fahr grad auf. Hä? Ach, die! Warte, ich weiß nicht, welche Ampel du meinst. Ist hier noch eine Ampel? Ich kann mich gar nicht. Vor Ettenbüttel. Da kommt eine Ampel? Ja, diese Kreuzung da. Ja, da bin ich schon gewesen. Ja, da bist du schon vorbei. Ach, die? Ja, da bin ich jetzt. Bei der Ampel, die du gerade meinst, bei der Kreuzung. Ich hab mir Zeit gelassen.
Ist eigentlich was Neues, aber egal. Ich fahre natürlich Ecolife, da bin ich nicht so schnell unterwegs. Ich Das fahre Golf. werde ich jetzt immer machen beim Facelift, weil sonst heiz ich hier wie ein Wahnsinniger. Ich muss mir das jetzt mal angewöhnen, in Zukunft immer Ecolife zu fahren. Weil der Void Citaro's Facelift, der geht ab wie, ne? Da gibt's einmal Gas und du bist direkt in der Walachei. Das ist unglaublich, Ja. echt. Hast gesehen, Den Sandro? So kippst du meistert man einfach so Kurven. auf 60 km/h Ja, aber das war echt wie im Bilderbuch vorhin, ne? Da habe ich erstmal den Sandro niedergemacht, da habe ich selbst einen Unfall gebaut. Oh, das war typisch. Das hätte auch passieren müssen eigentlich, ne? um. War auch komisch, wenn das nicht passiert wäre. Aber die Linie ist echt nicht eng, das kann man nicht sagen. Und der Sandro weiß natürlich, dass ich das alles ernst meine hier, ne? Und ihn aufs Tiefste beschimpfe hier. Und das ist natürlich alles mein vollkommener Ernst. Das weiß der Sandro natürlich. Der Sandro denkt sich gerade Also, ich wahrscheinlich. kann jetzt keinen Sarkasmus verstehen. Was das? Sarkastisch gesagt. Was das? Kann man das essen? Naja, das ist ganz was Leckeres. Übersetzt das mal auf Deutsch. Sarkasmus. Sackkasmus. Haha. Lachen alle. Ich sitze hier gerade wie so ein Affe beim Fahren. Also, weißt du, was ich nicht verstehe? Sandro, jetzt schreib mir mal in die Kommentare. Was hast du gemacht, dass du Kurven mit einer hohen Geschwindigkeit nehmen kannst, ohne dass die Fahrgäste meckern? Wie funktioniert das bei dir? Ich habe gerade Ich eine nehme einfach Kurve. nicht aufs Gas drückt. Während der Kurve geht Ja, habe ich es gerade auch nicht. Und das war eine. Ich habe sogar noch leicht gebremst. Und das war eine langsame, eine leichte Kurve. Und da sollte man auch in den Spiegel schauen, ne, Sandro? Das war eine leichte Kurve. Und dazu kommt noch Er kann es halt. eine leichte Kurve und ich habe auch leicht eingeschlagen und hatte nicht viel Geschwindigkeit drauf, 60 oder so. Also das finde ich schon ein bisschen lächerlich irgendwie. In der Kirche. Warum sagen die Fahrgäste so wenig? Bei dir auch? Ja, heute bei mir auch. Das Heute ist auf ist. der. Ja, aber ich glaube, das ist auf der Map hier so komisch. Ich meine, irgendwie ist das realistisch, aber trotzdem. Ich sag zu jedem Busfahrer, seit uns ja, wie wir das Burgfelde, angehört, Kirche. sage ich zu jedem Busfahrer Hallo oder Grüß Gott, Sir. Grüß Gott, so was sagt man in Hamburg gar nicht. Moin Ich Moin. sag meistens immer Hallo, manchmal auch Moin. Ja, manchmal, ja, ich sag einfach zum Großteil Kommt Hallo. auf. Oder ich spiele die Gerdbäcker nach, habe ich auch schon gesagt. Hallo Busfahrer. Oh mein Gott. Kommt drauf an, wer da sitzt. Wenn da so ein Nee, ist älterer, ja egal. wenn da so ein älterer Hamburger ist, dann hau ich gerne mal einen Moin raus. Ich weiß auch nicht wieso. Ist halt so. Hier kann ich ruhig abnielen. Ich Nee, habe wie, das Auto muss ich deswegen erst die nicht Türen gesehen. aufmachen, damit er abnielt, Einfach ne? weil ich heute gut drauf bin. Hallo. Wie mockt die nur von Acker? Wenn du mich so an Mord klebst, kannst du Obelix mitfahren. Was ist, wenn ich den Arsch kleb? Wenn du mich so an Mord klebst, kannst du Magix mitfahren. Was klickst Miss? Ja, VHHV Repaint beim Dings. Was hast du gesagt? Klickst Miss? Warte kurz, ich sag's dir gleich. Klicks Miss? Wenn du mir so an Mord klebst, Ja, wenn du mir kannst so du am auch Arsch nicht klebst. mitfahren. Ich habe den Rest wieder nicht verstanden, gerade akustisch, weil ich geredet habe. Tut mir leid. Also gleich kann ich den Text auswendig. Ja, ich hab's Wenn du gerade. mir so an Mord klebst, kannst du nicht mitfahren. Ja, wenn du mir so. Ja, du sprichst das viel zu österreichisch aus. Wenn du mir so am Wenn du Arsch mir so klebst. ein Mord gelegt, kannst du glücklich werden. Wenn du mir so am Morse klebst, dann kannst du auch gleich mitfahren, ne? Nee, das heißt, das ist ja Plattdütsch, ne? Das heißt so viel wie, wenn du mir Was hinten meinst am du? Arsch klebst, dann kannst du auch direkt mitfahren. Also quasi, wenn du als Autofahrer hinter dem fährst, nehme ich mal an, dass das heißen soll, ne? Steht hinten auf dem Bus, ne? Dann ist das wohl auf die Autofahrer bezogen. Ja, aber eigentlich haben die ja recht, ne?
Wenn die Autofahrer den Arsch kleben, kann er auch direkt mitfahren, ne? Ja gut, aber nur so lange wir an der Ampel stehen. Was ein Wunder, hess Loche muss und Geist nicht unter. Den kenne ich auch noch, den Spruch. Was heißt das? Das heißt Frosch. Ja, und was heißt, was ein Wunder, hess Loche muss und Geist nicht unter? Was ein Wunder, irgendwas weiter habe ich nicht verstanden. Hast ein Loch im Morse und Geist nicht unter. Loch im Arsch und noch irgendwas. Gehst nicht unter. Drei Grenzen. Ja, da fahre ich jetzt auch hin. Da kam auch gerade die Ansage bei mir. Eine gescheite Rufe. Diese Altair-Rufe, das ist meine Lieblingsrufe, wenn ich ganz ehrlich bin. Wobei, du musst ja immer eins beachten. Es gibt irgendwie 1000 verschiedene Formen von Plattdeutsch irgendwie, ne? Ja. Es gibt, ich hab mal, interessanterweise, es gibt sowas wie Poplargütz oder so. Das ist wohl irgendeine Plattdeutschform, aber die habe ich tatsächlich nicht bei der im Internet so gefunden, auf der WDR-Seite. Ja, das haben wir auch mal geguckt, das haben wir nicht gefunden. Auf irgendeiner anderen Seite habe ich das, glaube ich, mal gefunden. Auf jeden Fall, das sind so Sachen, es gibt so viele verschiedene Formen, ne? Das ist halt so eine Sprache von den Seemännern und Hamburg und alles, ne? Hat sich halt irgendwie entwickelt und die Ostfriesen haben das wieder anders gehabt. Jeder hat das irgendwie anders gemacht, ne? Und so ist das halt alles irgendwie so ein Mischmasch entstanden, ne? Ja. Balebach. Du bist aber ganz schön fix unterwegs. Hallo. Ja, ich bin ja auch genau bei 0,3 Verführung. Was mit dem 100 Niling? Der Netz zu unseren Omis und Oppis hier. Ich hab einen 30er, eine 50er, ich hab jetzt eine Vollbremsung reinschmeißen müssen. Ich finde die Linie eigentlich ganz interesting. Ja. Wie lange geht die Linie? 30 Minuten, sagte Sandro, ne? Stimmt das? Gucken wir. Ich gucke hier mal auf den Fahrplan. 12.15 Uhr bis 12.55 Uhr. Ja, eine halbe Stunde. Entschuldigung, ein bisschen schnell. Eine gute halbe Stunde. Also weniger oder mehr? Bisschen mehr. Ja, 55 ist der Abfahrt. 15 Minuten geht die gerade mal. Nee, ach, nee, 20. Ja, nicht 15. Wie komme ich auf 15? 20. Wir haben eine halbe Stunde Pause. Wie komme ich denn von 12.15 Uhr auf 12.36 Uhr? Wie komme ich da auf 15 Minuten? Gehirn, warum? Kannst du nicht einmal denken? Danke. Dann können wir ja nochmal zurückfahren in der nächsten Folge, oder? Ja. Wie sieht's aus schultechnisch morgen? Alles klar. Ja, wir haben morgen Musik, das kann man ruhig verpennen, das ist nicht das Problem. wir haben gerade das Thema Oper, ey. Musicals und Opern, schlimmeres Thema gibt's eigentlich gar nicht, finde ich. Was sagst du dazu? Also, es ist nichts weltbewegendes. Boah, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Oper. Ich kann das nicht ab, dieses Geschrei. Was soll denn das? Du wirst es mir nicht glauben. Ich bin jetzt nicht alt ungefähr. Ich bin jetzt 12 Jahre alt, ne? Ja. Ich werde jetzt 13 und ich war, glaube ich, mit 8 oder 9 Jahren Zauberflöte angucken. Oh mein Gott. Warum tut man sowas? Ich hab gedacht, das wird lustig. Echt nicht. Und? Es war nicht lustig, richtig? Nein, auch nicht. Also nicht, guck mal, Opern ist rumschreien und ja, hört sich dann unterm Strich scheiße an und man kriegt Kopfschmerzen. So sehe ich das. Metal hat ja noch Sinn, das ist Rumgeschreie, wo du aber keine Kopfschmerzen bekommst. Das hält sich noch in Grenzen, also. Gut, ich finde Metal ist schon übertrieben, aber so Rock oder Hard Rock ist eigentlich mal ganz entspannt, entspannt, ne? Also entspannt ist jetzt vielleicht das falsche Wort, ne? Aber ich finde das eigentlich mal so ganz schön ab und zu. Zum Beispiel Rammstein oder so mache ich total. Aber ich muss das Auto-Leading anschalten, der liegt mir zu weit runter. Was hörst du denn so für eine Musik? Ich? Du bist ein Popper. Die Charts rauf und runter, also. Mhm. Ah, die Charts, die gehen mir größtenteils auf Eier. Ist immer das gleiche irgendwie, ne?
Findest du nicht? Straße. Ich finde es so schade, dass alle guten Lieder fast irgendwie nur auf Englisch sind. Na, da musst du Schlager hören, das ist alles auf Deutsch. Ach, dem los. Eigentlich den Blinker anschalten, falsche Taste erwischt. Nee, bei Schlager ist ja Deutsch, also. Und ich meine, Schlager ist ja im Prinzip auch Pop. Ja. Zumindest meistens, also. Ein Stern. Deinen Namen. Und ich finde, ich persönlich finde Schlager angenehmer als Pop. Manchmal gehen sie, ja. Das ist ganz. Ich finde es nicht ganz schlimm, aber was manchmal irgendwie komisch wirkt, ist im österreichischen dieses Ziehharmonika-Zeug. Das Problem ist. Ach so, ja. Hintenbox. Ich hab nichts dagegen, ne? Aber ein Schatten. Es ist nervig, ne? Da hab ich's gut, wenn ich Klavier spiele. Jodeln ist noch schlimmer. Jodle, jodle, jodle. Ich kann das nicht machen. Ah, musst du lernen. Das Problem ist halt. Am Neuhof und hab drei. Die Sache ist hier, nicht Markus, wie heißt er nochmal jetzt? Jetzt fange ich an mit Tim. Lukas. Die Sache ist, ich bin halt so ein Operkind, ne? Hallo. Und womit wächst man damit auf? Mit Schlager, ne? Ja, und das hat sich auch. Und das hat sich auch irgendwann mal so eingebrannt. Tja. Nichts Schirches, nichts Schlechtes. Aber obwohl ich jetzt diese 3 Minuten Verfügung habe, fahre ich. Weil ich warte jetzt ganz sicher keine 3 Minuten am Neuhof. Ich finde, es gibt auch durchaus gute Poplieder oder so, aber bei Pop muss man halt irgendwo auch aufpassen. Weil Pop finde ich irgendwie immer das Gleiche. Also das, ja, da wiederholen sich oft Sachen. Mhm. Bei Schlager auch ich oft, aber. Ich habe das Soundboard für die neueste TS-Version leider nicht mehr. Aber sonst könnte ich hier ein Lied abspielen, was ich ganz gern mag. Nicht GEMA, obwohl es die GEMA nicht mehr gibt, aber dieses Community-Zeugs, da gibt es auch. Alles schwer zu sagen, finde ich immer. Metallica hat ja auch vor letztes Jahr irgendwann ein neues Album rausgebracht, ne? Sag mich über sowas nicht. Erstens kenne ich mir da null aus. Nee, ich hab dich auch nicht gefragt. Bin ja auch nicht so unterwegs. Ist nur eine Feststellung. Und ich finde, das Album ist eigentlich echt geil. Das ist mal so ein bisschen so. Ja. Ihr weiß nicht, die Euro 2 Mod. Ist fresh. Auch, oder ja? Ja, ja. Und dieser Haltestellen-Piepton, gell? Dieses Piep. Ist bei uns bei manchen Bussen und das gefällt mir voll. Ja, bei den alten, ne? Halt bei den Euro 2ern. Bei den Citadus, die machen schon dieses normale Möb, aber es gibt auch die machen noch Möb. Also bei uns, bei der VH, da haben wir irgendwie 100 verschiedene Varianten nur von Citadus. Also da ist jeder anders. Es gibt irgendwie keinen Bus, der gleich ist bei der VH. Also ich habe noch keinen entdeckt, der hundertprozentig gleich ist. Hallo. Da ist immer irgendwas anders. Hallo. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die VHH ist viel am Probieren, was Busse angeht. Außer die neuen, die sind ziemlich einheitlich. Da kaufen die eigentlich immer die gleichen ein. Aber damals war irgendwie jedes Jahr ein Bus anders, komplett. Mal 3 Türen, mal 2 Türen, mal so, mal so. Wobei, das machen die jetzt aber auch. Die haben ja erst silberne MR1 gekauft mit weißer Matrix. Jetzt haben die so weiß, leicht, ganz leicht so Eischalen, so. Mit gelber Matrix, aber richtig helle Matrix. Die Matrix ist echt gut. Und ja. Ach, und die alten C2s waren Silber mit weißer Matrix und die neuen sind Silber mit gelber Matrix. Und jetzt sollen auch wieder Grüne kommen, habe ich gehört. Gefallen mir die Flip-Dot-Matrixen. Ach, ich habe keine Ahnung, was sind Flip-Dots und was sind Krüger. Ich habe gar keine Ahnung. Krüger. Sind die in den alten eingebaut sind, zum Beispiel in den O405ern, die bei Hamburg mitgeliefert werden, ne? Ja, Krüger sind auch in Anzeigen, ne? Genau. Und eine Flip-Dot-Matrix ist das, was von links nach rechts geht. Zum Beispiel warte mal. Die alten Anzeigen von den O405 sind Krüger, von innen, ne? Genau. Die mit der coolen Schrift, wie in Berlin quasi noch, ne? Kann man sagen, glaube ich. Sind das auch noch Krüger? Bestimmt, ne? Weiß ich nicht. Ah, die haben auch noch manche Busse, ja, aber ganz wenige noch. Dann haben es, also ich sag, das ist so bunt bei der VH. Die haben auch noch Innenanzeigen. Oh, jetzt erzähl ich mal kurz auf, alle, die ich so kenne. Die haben die neumodischen mit Displays. Dann haben die
in den Lion Cities komischerweise andere neumodische verbaut. Mhm. Die sind ja einfach nur ohne nächster Halt, ohne Uhrzeit, einfach nur die Haltestellen, einfach nur der Haltestellenname in Rot. Dann haben die alte Rot, da steht nächster Halt in Rot und dann darunter die. Ich glaube, da steht aber. Doch, da steht auch eine Uhrzeige. Uhrenanzeige, aber halt so mit Punkten. Die Endanzeige, weißt du? Mhm. Nicht mit Vierecken so die Schrift gemacht, sondern wirklich mit kleinen Kreisen. Mhm. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber ist irgendwie auch cool. Davon gibt es wenige Busse, also kannst generell drauf achten. Die VH-Busse, die vorne einen Mercedes-Stern haben, haben meistens diese roten Anzeigen drin, ist mir aufgefallen. Wahrscheinlich sogar immer. Weil das dann wohl eine Baureihe ist. Ich glaube, die kommt aus 2000. Lass mich lügen, 2004? Keine Ahnung. Kann schon sein. Oder noch älter. Wahrscheinlich noch älter und ich täusche mich gerade voll, aber egal. Dann haben wir noch die. Dann gibt es noch so bläuliche Matrixen. So, auch alte, wo auch nur die der Haltestellenname steht. Dann diese alten Krüger, diese gelben so von eben. Mhm. Wo auch nur Wagenheil steht. Und die Standard, die grünen, die hast du bestimmt mal gesehen bei der VH, oder? Ja. Diese doppelzeiligen grünen. Lern fahren! Entschuldigung. Und. Ja, das war's, glaube ich, so, ne? Auf Anhieb fällt mir jetzt nicht mehr ein. Also, du siehst schon ganz schön viel. Ja. Die sind einmal alles durchgegangen. Und der Atron bleibt. Ach, ich finde den Atron toll. Hoffentlich ändern die den niemals. Gut, irgendwann brauchen die auch mal einen neuen Touchdrucker oder so. Irgendwann wird Zeit. Aber noch nicht jetzt. Kannst doch Geld opfern und mal fragen, wenn sie Busse ausmustern, ob sie da vielleicht einen Atron geben. Oh, die ist eng, die Kurve. Was soll ich damit? Kannst du ein VHH-Museum aufmachen. Wow. Tag, oder? Ja. Manfred ist ausgestiegen. Nur zur Info, Manfred hat bei mir den Ton. Danke an Sidibo. Frau Fred. Sag mal, kann das sein, dass die doch länger ist als 20 Minuten die Linie? Ich habe zumindest so das Gefühl. Ja. Zoologischer Garten. Aber ich bin schon da. Endstation. Ich auch. Und da ist ein grüner Pfeil. Ja. Da bin ich schon vorbei, du hast jetzt erst die Sprechtsche Hilfe. Nee, ich stehe jetzt am Zoo. Okay. Ja, ich stehe auch gerade am Zoo. Drei haben wir zu früh, auch egal. Mal wollen wir mal gucken, fahre ich mal noch ein Stück vor. Ich hoffe, dass die jetzt nicht mehr so lange dauert. Weil wenn die noch länger dauert jetzt als. Ah, okay, ich glaube, ich mache jetzt aus. Nee, wird nichts mehr heute, glaube ich. Gut, nee. Ist zeitlich schon spät und ich würde gerne noch mal kurz auf Toilette. Ja. Das ist wichtig für die Zuschauer, dass sie wissen. Ja, auch Leute, die YouTube machen, müssen schlafen und auf Toilette und zur Schule gehen. Ja, Auch wir müssen lernen. Ich will ja nicht. Doch, also so würde ich es ja jetzt nicht sagen. Von YouTube leben wäre schon cool irgendwann, aber. Irgendwie muss man ja eine Karriere eingehen und ohne Karriere einfach nur auf YouTube hoffen, das wäre dumm. Ja. Und das muss erstmal funktionieren, ne? Das ist schon nicht so einfach, dass du von YouTube leben kannst. Auch eine anständige Karriere, nicht, dass du dir damit Hauptschule zufrieden gibst, ja super. Das kann ja nichts werden hier. Ich wollte eigentlich nur umdrehen. Hat ja geklappt, mehr oder weniger, aber. So, aber wie? Hausschild holen, so das Sef-Schild. Na, passt. Sef-Schild. Okay, ich glaube, ich habe die Ampel mitgenommen. Haben wir oder? Schon Tschüss gesagt? Nee. Nein, ich muss noch kurz parken hier. In der Mittelkreis, weißt du, wo die Absperrlinien sind und man eigentlich nicht parken soll. Ja, das parke ich auch. Hä, standen die letztes Mal auch schon hier, die Skulpturen? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die Skulpturen standen. Sicher. Ich kann mich nicht daran erinnern. Alzheimer. Nee, darüber darf man keinen Spaß machen. Ist nicht lustig. Ja, wenn's so ist. Ja, wenn's so ist. Er hat es ihm auf, dass der DB. Ja, Verspätung heißt ja auf Chinesisch Deutsche Bahn. Also es heißt Chinesisch, auf Chinesisch zu sagen, das tut ja weh. Chinesisch. Ich bin nicht. Ich hasse auch Leute, die Chinesisch sagen, weil für mich heißt das Chinesisch, fertig. Ganz einfach. Ich sage auch Chinesisch.
Ganz einfach. Ganz einfach. Da braucht man sich nicht so abquälen mit Chinesisch. Und auch nicht mit Chinesisch. Kann man so ganz. Das ist so ganz entspannt, so Chinesisch. Na gut, nicht Chinesisch. Ganz entspannt, Chinesisch. Wir machen dich vom Acker oder was? Wir mocht die Nu von Acker. Heißt wahrscheinlich so viel, wir machen uns vom Acker. Na. Nee, ach so. Nee, war schon richtig. Wir machen dich vom Acker. Also, wir bringen dich weg quasi. Ja. Weil ich hab das gerade gesagt, dann dachte ich mir irgendwie, warte, das hört sich komisch an, wir machen dich vom Acker. Und dann habe ich überlegt. Nee, aber ist ja richtig. Gut, meine Damen und Herren. Jo, dann würde ich mal sagen. Wünsche euch noch. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Oh, 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 der Bus hupt schon ganz wild. Der freut sich. Echt? War meiner? Ja, meiner das auch. Der hupt, warum? Ich bin doch gar nicht mehr. Oh, Manfred sitzt am Steuer. Oh, shit. Ich war Manfred. Darum habe ich auch den Unfall am Anfang gebaut. Tut mir leid, Sandro. Ich bin auch blöd. Aber nicht so blöd wie du. Gut, dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Abonniert mal den Luki. Ja. Und den Sandro. Ich gebe mal einen Link. Also jetzt nochmal für alle, die keine Ironie verstehen, das war natürlich nicht ernst gemeint, dass ich Sandro hier so rund gemacht habe. Sandro nochmal für dich, natürlich war das ernst gemeint. Nein, Quatsch. Okay, gut, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sandro, schreibt einen Kommentar, wie gemein ich bin. Tschüss. Tschüss.